Wir sind hier bei Hankook Hospitality. Ich trinke hier meinen Lieblingstee und ich freue mich mit euch, diesen Moment zusammen zu haben. Ferdinand von Habsburg, deine erste DTM-Saison bis jetzt in 5 Worten. Heiß, schnell, heiß, luxuriös, befreiend. Von der Formel 3 in die DTM, was sind die Herausforderungen für dich? Es ist erst einmal um einiges physischer in den Beinen, in den Armen, im Nacken. Die Rennen sind um einiges länger, also von dem her ist es um einiges anstrengender. Hast du einen Kosenamen für dein Auto? Noch nicht. Die W-Series, die Frauenserie, schaust du das? Ja. Wer ist deine Favoritin? Ich finde momentan ist die Jamie Chadwick sehr beeindruckend. Was wäre denn ein gutes Kompliment, was du an eine Dame richtest? Es kommt aufs Mädel drauf an, da muss man intuitiv arbeiten. Man muss Ehrlichkeit, immer ehrlich sein. Wenn man ein Mädchen mit schönen Augen sieht, dann muss man sagen, boah, hast du schöne Augen. Du bist eigentlich immer gut gelaunt, du bist so ein Strahlemann. Gibt es da ein Geheimrezept? Yoga und Meditieren.